So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind immer noch für euch im Pobianon. Der ist gerade ein bisschen fix und foxy. Wir waren ja, wie gesagt, gerade in Monastery. Und ich muss sagen, die haben definitiv 100% mehr Scare Actor drin. Das macht richtig Spaß, das knallt richtig. Die Maze ist krank. Also wirklich, mich haben sie dreimal gepackt, wo ich echt gedacht habe, ach, da steht ja eh kein Scare Actor. Und auch zum Schluss beim Rausgehen richtig gut. Also viel mit Geruch, viel mit Psyche. Macht richtig Spaß, die Maze. Ja, mein Liebelein, was hast du denn zum Monastery? Ja, ich sag mal so, da ich eh nur gewisse Niveaus kenne, das Niveau wurde auf einmal ganz groß nach oben gehoben. welch Wunder. Ja, aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich gehe auch da rein, um erschreckt zu werden. Aber leider Gottes, die Maze habe ich immer noch nicht gekriegt. Also mich kriegen die Maze sehr schwer nur. Weil ich rechne damit, aber aufgrund dessen, weil ich damit rechne, kriegen sie mich auch nur schwer. Ja, gut, das stimmt, aber die Thematisierung, was hast du zur Thematisierung? Ja, Thematisierung ist was rein. Also wirklich mega geil, also das komplette aufgebaut ist, so wie es aufgebaut ist, mega. Ja. Wirklich mega. Ja, also muss ich auch sagen, dass das ganz weit oben, also hat schon Universal-Stil, wie Steven damals auch schon gesagt hat, also richtig, richtig gut. Ja, wir werden jetzt mal wieder eine Runde drehen, um im Endeffekt so langsam auch die neue Maze, die ich ja auch noch nicht kenne, kennenzulernen und zwischendurch noch was essen. Und dann gibt es gleich noch ein paar Impressionen bezüglich der dunklen Atmosphäre zum Halloween-Zyklus hier im Bobbianland. Und wenn ihr reinkommt, trinkt auf jeden Fall hier vorne einen Kaffee. Wirklich die beste Mitarbeiterin ever, die ist gerade irgendwie nur... Oh, die steht hier, die steht mit dem Gesicht zur Wand. Die hat ihre Position eingenommen für Halloween. Richtig gut. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Ah, das machst du so schön, Schatz.